Jetzt kommen wir zum nächsten. Das gleichschenklige Trapez. Da gelten natürlich die gleichen Eigenschaften wie beim Trapez selber. Das heißt, diese beiden Seiten sind wieder gleich lang, parallel, nicht gleich lang. Und diese beiden Winkel zusammen ergeben 180 Grad. Und diese beiden Winkel ergeben 180 Grad. Drückt mal kurz auf Pause und geht mal ein, zwei Minuten lang durch, was für Eigenschaften es denn noch gibt bei einem gleichschenkligen Trapez. Pause drücken. Okay, also gleiche Schenkel heißt, diese beiden Seiten hier sind gleich lang und es ist symmetrisch. Heißt, wenn ich nämlich hier eine Symmetrieachse durchzeichne, dann erhalte ich durch Abbildung jeweils die gegenüberliegenden Punkte. Also hier haben wir das erste symmetrische Viereck, die Symmetrieachse werden wir später noch einzeichnen. Ganz wichtig, das ist ein symmetrisches Viereck, das Trapez ohne Gleichschenkel ist kein symmetrisches Viereck. Die Schenkel sind gleich lang. Also b gleich d und dadurch natürlich auch die beiden unteren Winkel. Ja? Weil wenn die Schenkel gleich lang sind, das kennen wir schon aus dem gleichschenkligen Dreieck, dann sind auch die jeweiligen Seiten dazu gleich lang. Also sind diese Winkel gleich groß und dann müssen natürlich auch diese Winkel gleich groß sein. Das liegt an diesem Satz hier oben. Die Diagonalen sind gleich lang, da weiß ich nicht, ob ihr drauf kommen seid. Ja? Die kann man mal nachmessen, das Geodreieck an den Bildschirm anlegen, die sind tatsächlich gleich lang. Also, jetzt noch die Symmetrieachse rein und jetzt sehen wir eben, wenn wir den Punkt D an dieser Symmetrieachse spiegeln, erhalten wir Punkt C. Wenn wir den Punkt B an der Symmetrieachse spiegeln, erhalten wir den Punkt A. Ihr müsst noch nichts zeichnen. Jetzt sind es drei Größen, die wir nur noch brauchen. Werde ich euch gleich nochmal erklären, woran das liegt. Ihr zeichnet eine Planfigur, so wie hier, und jetzt versucht einmal mit diesen drei Größen und diesen Eigenschaften das gleichschenklige Trapez hier hinzuzeichnen. Ja? Also, jetzt den Hefteintrag machen mit Überschrift, Eigenschaften, mit den drei Größen und der Planfigur und hier in das Eck sollte dann eben dieses gleichschenklige Trapez konstruiert werden. Jetzt auf Pause drücken. Ja. Ich habe jetzt bei der Planfigur, kann man jetzt hier noch was dazu machen. Und zwar ist dieser Winkel Beta, ist doch genauso groß, steht hier, wie der Winkel Alpha. Und wenn dieses gleichschenkliges Trapez ist, dann ist diese Seite doch genauso groß wie diese Seite. Also kann ich die Größen eigentlich ja noch in meine Planfigur mit einzeichnen. So, und jetzt legen wir los. Die eine Seite mit 5 cm, dann den 60 Grad Winkel hier dran mit Beta, dann natürlich den Winkel Alpha auch gleich mit hin, der ist ja gleich groß. Dann die Seite D antragen, da wo der Punkt D, da wo der Kreis das schneidet. Den Schenkel habe ich meinen Punkt D und das gleiche mache ich hier drüben, weil es ja gleichschenklig ist, und habe meinen Punkt C. Gut, am Schluss noch die Symmetrieachse einzeichnen. Die ist ja hier bekanntlich in der Mitte von beiden. Und so habe ich mein gleichschenkliges Trapez konstruiert. Das sollte jetzt so in eurem Themenheft sein.